In dieser Geschichte ist Jesus zum Abendessen bei Simon eingeladen. Simon gehört als Pharisäer zu der damaligen religiösen Elite. Was als entspannter Sektempfang gedacht war, entwickelt sich zu einem skandalösen Abend, der sicherlich vielen in Erinnerung bleiben würde. Am Ende des Abends wird Jesus Simon, dem religiösen Profi, sagen, dass er sich ein Vorbild nehmen soll an einer Frau, die ihren Lebensunterhalt mit Sex verdient. Wie konnte es so weit kommen? Simon sieht Gott als eine Art moralische Instanz, einen Gesetzgeber. Deshalb dreht sich bei ihm alles darum, ein möglichst gutes Leben zu führen, sich an die Regeln zu halten und seine religiösen Pflichten treu zu erfüllen. Und darin war er anscheinend richtig gut. Aber an diesem Abend zeigt Jesus ihm, dass er Gott trotzdem komplett falsch verstanden hat und seine Meinung von sich selbst gnadenlos verzerrt ist. Die Prostituierte, die in das Abendessen hineinplatzt hingegen, hat etwas verstanden, was Simon noch fehlt. Was sollte das sein? Jesus hat das mal in zwei Sätzen zusammengefasst, was es ist, was Gott eigentlich von uns will. Dass wir ihn von ganzem Herzen lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Bei Gott geht es immer um Beziehung. Die Beziehung von uns zu ihm und von Menschen untereinander. Unser Problem ist, dass wir uns gegen diese Beziehung entschieden haben. Dass wir in einer von Gott gemachten Welt leben, als wären wir die rechtmäßigen Herrscher, mit dem Wunsch, Gott abzuschaffen. Das ist es, was Jesus mit Sünde meint. Hier geht es nicht darum, Regeln zu brechen, wie zum Beispiel ein Verkehrssünder. Es geht um ein viel tieferes Problem. Es geht um Beziehungslosigkeit. Von außen betrachtet führt Simon ein makelloses Leben. Er hat eine weiße Weste, aber unter der Oberfläche hat er das gleiche Problem wie die Prostituierte. Jetzt fragt er sich, was macht eigentlich diese Hure in meinem Haus? Die Prostituierte kannte ihr Problem. Sie wusste, dass sie Gott den Rücken zugekehrt hatte und dass sie Hilfe brauchte. Sie wusste, dass Gott selbst in die Beziehung mit ihr sich zurück einladen musste. Dass sie Vergebung brauchte. Und in Jesus trifft sie den, der ihr dieses Beziehungsangebot machen kann. Ihr wird vergeben. Und zum ersten Mal seit langem fühlt sie sich frei. Sie muss diesen Jesus sehen. Und wenn das bedeutet, in ein Haus zu gehen, in dem ihr sehr wahrscheinlich nur Verachtung entgegengebracht wird. Und Jesus? Er setzt die Frau nicht vor die Tür. Er stößt sie nicht vor den Kopf. Er heißt sie willkommen und lässt sich von ihrer Liebe überschütten. Jesus schickt sie nicht weg, weil sie so gut verdeutlicht, worum es beim Glauben an Gott geht. Darum, dass wir verlorener sind, als wir es je gedacht hätten. Und gleichzeitig mehr von Gott geliebt, als wir je zu hoffen wagen. Jesus möchte, dass auch Simon das versteht. Er muss mehr werden wie diese Prostituierte. Sie hat Gott verstanden, während Simon ihn missverstanden hat. Jesus hält auch uns den Spiegel vor. Was für ein Bild von dir siehst du darin?